Ja, zweites Mal Intro. Wir schauen uns jetzt das Video von Weilam an. Er hat ein Video hochgeladen, wie es sich anfühlt, gescammt zu werden. Kurz mal zusammenzufassen, was ich vorhin gesagt habe, nachdem ich die Aufnahme dummerweise gestoppt habe. Ich wurde noch nie gescammt. Ich konnte bisher Scammer gut auskundschaften, habe aber schon viele Videos gesehen, wie Leute gescammt wurden und vor allem auch viele Videos gesehen, wie gescammte Scammer scammen. Und deswegen, zum Beispiel das von Klaas, gab es auch ein Video, was ich mal gesehen habe, wo man Leuten anruft und Consent Fun kam ich damals auch. Und ja, dann bin ich halt gespannt, was Weiler erlebt hat. Los geht's. Hallo, hier ist Weiler. Hallo, ich habe gehört, Sie haben ein Problem mit Ihrem Computer. Jo. Nein. Neben dem weit verbreiteten Virus, dessen Namen ich nicht nennen darf, herrscht im Internet schon seit Ihrer Geburt was sehr Ähnliches: Computerviren. Und. Ich hatte damals sehr viele Computerviren, weil ich mal so auf diversen Webseiten unterwegs war. Das war damals noch, als ich noch in Grünstadt gewohnt habe. Da hatten wir so einen ganz alten Tower und auch sehr, sehr empfindlich. Damals die Technik eh nicht so ganz ausgereift. Sehr, sehr virusanfällig alles gewesen. Und ja, dann auch öfter mal der PC komplett matsch gewesen. Ich war auch sehr traurig, ich habe viel geweint als Kind. Ja, hatte meine wunderschönen Paint-Malereien und auch zerstört. Ich war nie gescannt, aber ich mit 18 einen Datenstriptease gemacht. Wie soll das bedeuten, Datenstriptease? Ach, alle Daten rausgekommen. Ach so, ich verstehe dich, okay. Alle Daten ausgezogen, versteht. Aber was für ein Wortwitz hier. Die sind echt überall zu Virus finden. Bro vor Aber allem. früher mehr als heute. Man ging auf die zweite Seite von Google und jede Seite beinhaltete ein Virus. Früher gab es auch kein Adblock und Stimmt. jedes Mal, wenn ich Stimmt. Spieleaffe oder Miniclip was spielen wollte, wurde ich überhäuft von Pop-ups. Genau. Heiße Mütter in meiner Nähe? Verlängerung. Und was? Und ich kann verstehen, Pop-ups waren oder sind immer noch gut für Werbung. Aber warum müssen so viele Scams sein? Ah, vor allem Verlängerung. Für was? Leute, was ist eine Verlängerung wohl? Für die Nase, logischerweise. Ich mache mal gerade den Creator-Code raus. Stört ein bisschen gerade. Du hast einen Urlaub gewonnen für 4 Leute. Klicke hier, um den Preis zu bekommen. Du bist der 1 Millionste Besucher. Meinte Herzlichen ich, siehste. Glückwunsch. Meld dich an, um zu sehen, was du Immer so, bekommst. immer so. Hey, Süße. Oh, Megan Fox. Ich bin Loli Vor und allem brauche einen hier. großen. Weilams Kopf einfach direkt zwischen ihren. Perfekter Zensurbalken, ey, geil. Starken Mann. Wisst ihr, wie ich als Kind herausgefunden Ah, habe, sorry, dass alles Jana, frag fake mich. ist? Megan Fox hat geschrieben, groß. Und ich bin nicht groß. Und vielleicht würde sie mich auch nicht anschreiben. Auf jeden Fall machen viele diese Scams, um nur eins zu bekommen: Belustigung, weil die Po-Löcher sind. Und vielleicht das Geld. Auf alle Fälle ist das eine meiner größten Sorgen: Geld verlieren an Scammer. Es ist schon schlimm genug, wenn man Geld einfach so verliert. Aber Ja. der Gedanke, dass man abgezogen wurde, ist viel schlimmer. Ja. Schon als Kind hatte ich Angst, Geld irgendwie zu verlieren. Mein erstes Handy, das Sony Ericsson K800i, hatte eine Internet-App. Und jedes Mal, wenn ich drauf ging, geriet ich in Panik. Weil. Ja, ist immer so, bei mir auch so gewesen. Die Zeit kennt ihr gar nicht. Ihr kommt auf die Welt und habt direkt Internet bis zum Gehtnichtmehr. Aber wir damals, wir Kinder damals in meiner guten alten Zeit, ich rede schon wie so ein alter Sack, wir haben damals noch kein Internet gehabt und am Handy auch erst recht nicht. Ich hatte Panik, wenn wir am Handy ins Internet gegangen sind. So, oh nein, scheiße, teure Rechnung, wie auch immer. Gonzales Klein, danke für Raid, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Stream. Dankeschön. Weil ich dachte, dass ich jetzt voll viel zahlen muss, um es zu Die benutzen. Ich weiß nicht, Schweißtropfen woher ich diesen Glauben hatte, aber ich war nicht der Einzige, der das glaubte. Jeder aus meiner Klasse hat auch Panik geschoben. Und wegen solchen Gerüchten aus meiner Grundschule habe ich heute immer noch Angst. da. Klassenkameraden haben mir mal gesagt, sie nehmen keine Calls von Fremden an, weil die Scammer die Anrufkosten umdrehen können, somit du Was? die Telefonkosten bezahlen musst. Ja, das geht mit einem Air-Call, ein Air-Gespräch kannst du ja starten. Allerdings geht es heute auch noch, ja, aber. Du musst erstmal vorher bestätigen, weil der ruft dann sagt dann Stimme, hey, sie werden mit einem R-Anruf angerufen, wollen sie den Anruf annehmen? Muss erstmal ja sagen, dann musst du erst den Anruf bezahlen. Früher gab es noch keine Flats und so weiter, deswegen ja. Was irgendwie keinen Sinn ergibt, denn wie? Was? Kinder sind dumm. Jedenfalls ist das Gerücht immer noch in meinem Hinterkopf verankert, denn ich bekomme immer Scam-Anxiety, wenn mich eine Nummer anruft, die ich nicht eingespeichert habe. Aber 2420. manchmal bekommt die Neugier die Oberhand. Es ist öfters Amazon, die fragt, wo meine Wohnung liegt, aber ich hatte schon so manche Inder. Hello, I heard your computer has a problem. Please send us your bank account to confirm that it's you. Teuer. Und das ist kein Joke, ich wurde schon mal von einer indischen Scam-Company angerufen und meine Reaktion war: Hello? Ich bin nie reingegangen. Wenn ich Nummer nicht kenne, gehe ich nicht ran. Manchmal sind es Nummern, die ich eigentlich kennen sollte und trotzdem nicht ran, zwischen Arzttermin anruft, dann hoffe ich meistens, dass ich auf den Anrufbeantworter sprechen, weil dann kann ich es mir anhören und kann mir sagen, okay, ist es jetzt wichtig, soll ich zurückrufen? Und dann weiß ich auch dann, worum es geht. Prinzipiell, aber ich sollte in Zukunft öfter ans Telefon gehen, weil ans Telefon rangehen ist besser, als selbst anrufen zu müssen und rückzufragen, warum haben sie angerufen, weil ich, wie gesagt, Anrufe an sich nicht mag. Schon oft erzählt, in meinem Podcast auch.
Ein andermal war ich in einer Konferenz mit meinem Manager und ich wurde angerufen von einer Nummer, die ich nicht kannte. Ich kenne die Nummer nicht. Ich sollte nicht annehmen. Aber vielleicht habe ich von meinem Onkel aus Uganda Geld geerbt bekommen. Ja, genau. Hallo? Goodbye. Goodbye. Ich war verwirrt und ein bisschen creeped out. Denn ich kann mich nicht erinnern, The Ringfall geguckt zu haben. Wahrscheinlich war es nur ein Prank-Call von Kinder. Aber dann muss ich eins sagen. Wie dumm kann man sein und seine Nummer nicht als erstes unterdrücken? Und nur als Info. Wenn ihr sehr viele Calls bekommt von Umfragen oder sonst irgendwas, liegt es daran, dass ihr bei Sachen, bei denen ihr euch angemeldet habt, eure Telefonnummer angibt und mit den Akzeptieren der AGBs zustimmt, dass ihr angerufen werden dürft. Also beschwert euch nicht, wenn ihr einen Anruf bekommt davon. Dann ist eure eigene Schuld. Eigentlich. Ja, hab ich auch festgestellt. Der Zölle liest AGBs. Was auch schlimm für mich war. Das war aber ganz tückisch, weil die machen dann diese Häkchen, AGBs habe ich gelesen, und unten noch einen Haken mit Werbung bin ich einverstanden. Und wenn du einfach keinen Bock auf alles hast, musst du einfach Haken absenden und hast direkt Nummer mit abgeschickt und dann direkt Nummer an Telefonterror. Deswegen gucke ich mir genau, AGBs ist wichtig, drück Haken, mach weiter, fertig. Weil dann geht's auch automatisch weiter. Aber ich habe es vorher immer verkackt. Du bist es, ach so, du bist die unbekannte Nummer. Deswegen, ich gehe halt nie ran. Deswegen ruf halt mal nicht unbekannt an, Mensch. Boss auf der Arbeit rufen öfter Scharlatan an, sagt niemals am Telefon ja. Genau, ja. Die können auch, wenn ihr am Telefon ja sagt, eure Stimme halt, eure Ja-Antwort auf alle möglichen Fragen halt zurückschneiden. Illegal eigentlich, aber wie wollt ihr es beweisen, dass ihr nicht gesagt habt, ne? Ja. Aber nicht so schlimm wie meine Sicherheit, waren meine Kostbarkeiten in Online-Games. Es gibt sehr viele Spiele, wo man echt Geld ausgeben kann, damit man einen ziemlichen Vorteil Minecraft, hat gegenüber ja, den Normalos. Genau. Und ich gehörte zu den Normalos. Aber ich wollte einer der Coolen sein. Ich hatte aber zwei Probleme. Ich wusste nicht, wie ich mein Geld ins Spiel reinstecke. Und ich hatte kein Geld. Deswegen habe ich das gemacht, was jeder 12-Jährige in 2018 bis 19 gemacht hat. Auf Free V-Bucks in Fortnite, und genau. Nicht, jeder hat sowas ähnliches mal gegoogelt. Ich weiß nicht, wie die heutigen Ich hab's damals mal bei. Ich hab damals Habbo Hotel gespielt und hab damals sogar Geld eingezahlt, glaube ich, ja. 2 € habe ich einbezahlt. Ich habe mich echt Gangster gefühlt. Über meine SMS, über meine Prepaid-Karte damals noch. Darüber habe ich es gemacht. Ich war echt richtig Gangster. Ich habe Geld für Habbo Hotel ausgegeben. Mal gucken, ob ich meinen alten Account noch habe, ob ich da reinkomme wieder. Wäre mal interessant. Habbo Hotel war früher so geil. Ich hab's gefeiert. Ich hab gesuchtet Habbo Hotel. Ich weiß nicht warum. Ich war sogar im Urlaub in London und bin dort ins Internetmuseum gegangen, nur um dort ins Internet gehen zu können und dort Habbo Hotel nachzuschauen, ob wie mein Kollegen steht. Ey, Habbo Hotel war auch so ultra geil. Game-Videos aussehen, aber meine Zeit bestand aus. Hey, ja, genau. Ja, genau. Und man sollte mein Programm downloaden oder auf eine fishy Webseite gehen und seine Einlogdaten eingeben. Nee, das auf jeden Fall nicht machen. Sonst die ganzen Punkte auf dein Konto zu transferieren. Kreditkartennummer auf jeden Fall auch nicht machen, Leute. Geht sowas nicht an. Nicht auf irgendwelche Programme, weil die nehmen euren Account weg einfach. Alles RIP. Und natürlich war ich nicht dumm genug, um darauf reinzufallen. Ich habe denen nur mein 2. Account gegeben. Ein paar Tage später habe ich mich dann selber online gesehen. Und man muss wirklich schon dumm sein oder ein Kind, um drauf reinzufallen. Stellt euch vor, das würde im Real Life so funktionieren. Gib mir deine Adresse, dein Hausschlüssel und deine Identität, damit ich dir deine Lampe installieren kann, die du so unbedingt haben willst. Ja, die Lampe. Irgendwie klingt das falsch. Und kein Joke, ich wollte Windows Movie Maker downloaden, aber die Seite sieht mir auch schon wieder zu fishy aus. Und apropos fishy Seiten, wir haben es heutzutage richtig einfach, vertrauensvolle von fishy Seiten zu unterscheiden. Aber zu meiner Zeit konnte das... Das Problem ist halt auch, die Download-Links... Danke für deinen verschickten Sub, Darkos. Dankeschön. Kuss geht raus. Ehre. Dankeschön. An Wolfsheim sogar. Nice. Ehre. Das Lied habe ich früher nicht gehört. Was für ein Lied? Ich weiß gar nicht, was es geht. Aber wo war ich stehen geblieben? Vergessen. Legit sein. Würde ich das heute sehen in 2020, würde ich erstmal nach dem Besuch der Seite mein Antivirus-Programm anschalten und meinen PC scannen lassen. Bis jetzt habe ich so geredet, als ob ich nie von Viren oder Scammer betroffen oder verarscht wurde. Einer der ersten Erlebnisse von Scam war in den MMORPG Flife. Flife! Oh mein Gott, ich habe Flife damals auch so gesuchtet. Oh mein Gott. Ich habe Flife mehr gesucht als Habbo Hotel. Flife war das geilste Spiel. Ich habe mit Kollegen in der Schule auch gequatscht. Wir haben zusammen gespielt und zusammen gepusht. Und oh, ich weiß noch, es war so ultra, war eine coole Zeit. Ich habe tatsächlich dann wirklich mal einen Stein auf die Tastatur draufgelegt, dass ich während dem Spielen weitergelaufen habe. Ich war nämlich zuerst, da gab es so eine Klasse, die sieht so aus, ähnlich wie heißt der Typ? Du hast so eine Faust gehabt, mit der du konntest ein bisschen zaubern und gleichzeitig hast du eine Faust gehabt, wenn du geschlagen hast.
Und dann gab es eine andere Klasse, da habe ich einen Account gewechselt, hab mir noch einen anderen Account gemacht. Das war so ein Buffer, der hat andere Leute geheilt und so. Und da hast du immer so einen bekleidet, der so Leute bekloppt hat, und hast dann die Hälfte der Erfahrungspunkte bekommen. Und dann musst du dafür aber nur zwei Knöpfe drücken gleichzeitig und nur gedrückt halten, weil das ging automatisch. Ein Knopf war dafür, dass du dem hinterher rennst. Und der andere Knopf war dafür, dass du dich selbst mit Mana voll machst, volllädst und auch gleichzeitig den Typen heilst. Und da habe ich einfach so einen Stein gefunden, auf der Tastatur gelegt, dass genau die zwei Knöpfe gedrückt werden. Und mit diesen zwei Knöpfen konnte ich dann während dem Stimmtraining weiter leveln. Das war ultra geil. Ich habe damals so gesucht, das Fly war ultra geil immer. War ultra nice. Ich weiß auch, die Zeit, ich habe Bock wieder zu spielen, Leute, aber die Grafik ist heute so RIP. Ist wie jedes MMORPG zu der Zeit ziemlich pay to win. Heißt, die Leute, die Geld ausgeben, haben einen riesen Vorteil gegenüber die Leute ohne. Ja, das stimmt. Heißt, auch, ja. Ingame-Geld ist eine ziemlich wichtige Sache. Ja, ich weiß nur, dass ich damals auch dieses Orichalki hieß es. Und das war so ein Licht. Das hast du halt bekommen, wenn du halt so in der Höhle Monster gekillt hast. Sehr selten bekommen. Und ich habe da wirklich nächtelang, stundenlang dort in der Höhle Monster gekillt. Nur um dann dieses Orichalki hieß es, glaube ich, genau, davon neun zu bekommen, weil dann habe ich meine Rüstung damit abgegradet. Und wenn du die komplette Rüstung gleichmäßig abgegradet hast mit diesen Dingern, hat die geleuchtet. Ich habe wirklich dann stundenlang damit gemacht, ey, voll dumm eigentlich, dass ich stundenlang damit verbracht habe, dieses Ding zum Leuchten zu bringen. Aber ich am Ende war dann so cool gefühlt, dass ich endlich eine leuchtende Rüstung hatte in Life. Alle wollten mich fragen, boah, ist das her, Mann, bist cool. Und ich so, ja, ich habe stundenlang gelacht und so, ich hätte Geld ausgegeben, aber nein, ich habe einfach stundenlang investiert in dieses Spiel. Oh mein Gott, Life, ey, ich war fast nicht. Ich muss nachher mal gucken, ob ich mich einloggen kann wieder. Ich hätte voll Bock. Diesem Spiel aber für Leute ohne richtiges Geld. Ich stand also da, hab einen Shop aufgemacht und probiert, mein Pet-Ei zu verkaufen. Ein Typ kam und hat in meinen Shop reingeschrieben. Hey, ich würde gerne dein Ei kaufen, um den Postbug zu zahlen. Genau, da hast du auch ein Ei gehabt und das Ei ist dann geschlüpft nach der Zeit. Da ist da so ein Tier hinterhergelaufen. Und das Tier wurde auch immer größer und älter. Das war auch, oh, Flife, ey, stimmt. Und ich hab das Geld nicht auf den Charakter. Kannst du mir das Ei geben? Ich relogge und geb dir dann das Geld. Versprochen. Okay. Ja. Danke, bis gleich. Ja, hast du gemacht. Lost. Und so habe ich gelernt, dass die Menschheit doomed ist. Das mit dem Postbug war keine Lüge. Die Funktion, Sachen an andere Charakter verschicken, ging für eine kurze Zeit nicht. Ein andermal war ich halbwegs hart von einem Virus betroffen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesurft habe im Internet, aber ich wollte auf eine Seite gehen, die mit Adfly gekürzt worden ist. Und dann... In Ihren Rechten haben wir illegale Dateien gefunden. Bla bla bla. Bezahlen Sie 50 Euro per PayPal, um Ihr Computer wieder freizuschalten. Und das Erste, was ich getan habe, ist... Woher bekomme ich 50 Euro? Ja. Ich habe echt überlegt, die 50 Euro zu zahlen, obwohl ich wusste, dass es ein Virus ist. Ich war viel zu frustriert, das nicht zu probieren. Aber es gab ein Problem. Ich besaß immer noch kein Geld. Ich habe es am Ende meinem Vater erzählt, er hat sich's angeguckt und... Ja, genau. Ich habe Mixed Feelings. Danke, dass du... Manchmal gab es so Fenster, die sind immer, wenn du mit der Maus hinkommen wolltest, um zu schließen, immer direkt wieder weggerutscht. Oh, das ist auch so Pranks, da gibt es meine auch nicht mehr. Richtige Prankfenster. Das Bohrmaster Antivirusprogramm. Aber hättest du es nicht früher machen können? Und eins will ich noch dazu sagen. Freak you, Adfly. Es war nicht der gekürzte Link, wo ich den Virus herbekommen habe, sondern die Werbung, die von Adfly kam. Yeah. Allgemein Freak alle Scammer. Ich bin zwar bis heute nicht mehr drauf reingefallen, aber ich bekomme heute immer noch Mails von paypal.org oder von einer Bank, bei der ich nicht mal bin. Und es sind immer diese weirden E-Mail-Namen. PayPal, paypal.org, genau, passt PayPal. Auf, Leute. PayPal.freakyou. Und das natürlich nicht nur bei PayPal, sondern bei allen Sachen. Amazon By the way, auch. Das wird mein letztes Video sein. Mein verschollener Onkel aus Kenia hat mir Gold im Wert von 2 Millionen Euro vererbt. Ja. Also Bankdaten raus und ciao, YouTube. Wenn dies wieder online kommt, bin ich gerade auf Twitch online. Schaut gerne vorbei. Nice auf jeden Fall. Ich feiere das. Ich feiere die Videos von Weiland, vor allem auch, weil er so Real Talk talkt. Der raut einfach raus, ne, mit diesen ganzen Seiten. Das ist genau meine Kindheit. Vor allem, er hat auch Flife gezockt damals. Oh mein Gott, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damals mit Weiland Flife gespielt habe? Ich habe damals auch so eine Gilde gehabt. Könnte ja sein. Könnte sein, dass ich Weiland damals Flife gespielt habe. Ey, Ehre. Ehre. Ich habe mich von Flife wieder vergessen. Das war so ein Suchtspiel, das ich damals gespielt habe. Stimmt. Virus löschen, es geht so einfach, echt so. Ja, ihr müsst mal, wenn wieder da ist, wie heißt das, Silver müsst ihr mal fragen, wenn jeder hier im Stream ist. Der hat nämlich auch tolle Erfahrungen gemacht mit, Spiele illegal runterladen und dann abgemahnt werden. Ja, aber nice. Cooles Video auf jeden Fall. Ich finde es auch cool, dass es so ehrlich raushaut, auch so mit den ganzen Erfahrungen, weil ich teilweise auch ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Cool, finde ich cool. Ich mag Weiler. Finde ich gut. Cool.